jetzt verstehe ich's. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Wir haben uns davon ja schon was angeschaut. Und das war aber nicht alles. Das endete dann ja bei Plankton einfach. Und jetzt habe ich hier eine Full-Animation-Movie gefunden. Und ich hoffe, dass das wirklich eine Vollversion ist. Okay. Wir gucken uns jetzt nochmal einfach alles an, damit wir alles zusammen haben. Ja, okay, ist hier der Anfang. Okay. Ja, ich lasse mich überraschen. Run, genau. Die Formel, wo einfach Run draufsteht. Dann habt ihr die Formel und dann steht Run drauf. Genau. Da würde ich aber wegrennen, Alter. Ach, er ist... das merke ich jetzt. Er ist in der großen Krabbe. Ich dachte, er ist bei sich im Labor. Okay. Das ist wie so ein Geist, der sich einfach jetzt losbewegt. Oder einfach auf der Stelle stehen bleibt. Kann man auch so nennen. Vor allem merke ich jetzt erst bei Tatius, ist halt einfach keine Tür. Müsste es mal so einen Film geben, Alter, wo sowas auch passiert und alles sich in irgendwelche Mutanten verwandeln oder so. Das wäre geil. Aber wenigstens kann ich jetzt fliegen. Das hat er sich doch in der Einfolge immer gewünscht, wo er mit den Quallen leben wollte. Oder nee, gab es glaube ich noch eine... Ja, da gab es ja noch die verlorene Folge, wo er fliegen wollte. Wo er mit der Hose fliegt, weil es aufgepumpt ist mit Heißluft von Föhn. Wäre cool, wenn das wirklich funktionieren würde. Ich hätte auch viel zu viel Angst, dass die Luft auf einmal entweicht und ich runterfall. Das wären geile Gegner für World of Warcraft, diese Schnecken hier, Alter. Da gibt's ja auch eine Folge mit den Schneckenwahnsinn, wo sie alle denken, Gary hat den Schneckenwahnsinn. Dabei gibt's das gar nicht. Und nur so ein, was war das, so ein Splitter drin hat. Das war ja ein Riesending. Wo haben die Aufnahmen überhaupt her? Einfach platt gelatscht. Easy besiegt diesen Gegner. Mutanten easy auszuschalten. Ich weiß noch mal nicht, was das sein soll. Dämonen, Zombies, Mutationsmutanten, Supermutanten. Ich glaube, letztes Mal habe ich irgendwas gesagt, das sind Mutanten, die mutiert sind. Da hat jemand geschrieben, das sind Supermutanten. Stimmt ja theoretisch auch. Ey, bin ich so ein Depp, ey. Okay, ich glaube, das war letztes Mal nicht mit drin, ne? Wie hat er die alle gefangen? Warum machen die Macher nicht mal einen Film von sowas? So einen Horrorfilm von SpongeBob, das wäre geil. Ich weiß, es wäre dann wahrscheinlich nicht mehr für Kinder, aber so mal für Erwachsene wäre das geil. Könnten sie bei jeder Serie machen, auch bei Peppa Woods. Oh Gott, der hat ja ganz Bikini Bottom eingesperrt. No.
Das ist Sandy. Sie hat so viel geatmet, dass man nichts mehr sieht. Ich würde ja jetzt sagen, wie kann das Ding unter Wasser rollen, aber ich mach's nicht. Die haben ja unter Wasser alles. Die haben Feuer unter Wasser, die haben Wasser unter Wasser. Ja gut, Wasser unter Wasser gibt's ja wirklich. Es gibt ja solche, wirklich solche Unterwasserflüsse, die unter Wasser sind. Ich weiß auch nicht mehr, wie die entstanden sind. Ich habe da mal eine Doku geschaut. Ah, jetzt verstehe ich's. Das war Sandy. Oder Sandy ist auch schon mutiert und... Bei Plankton ist ja bei Sandy. Vor allem mit einem Eimer, wie so eine Fliege oder eine Spinne mit einem Eimer einfach... Oh. Oh, Scheiße! Ja, sag ich doch, die ist auch schon mutationsmutiert. Oh. Alter! Sie kriegt eine Plankton-Hand, man kennt es. Beste Impfung, Alter. Oder beste... ja, beste Heilmittel. Besser kann's nicht sein. Sehr gut. Aber wenigstens, sie sind geheilt. Man kann sich nicht beschweren. Es sehen danach bloß alle aus wie Plankton. Und haben nur noch ein Auge. Sehr gut. Ach so, Plankton ist also immun dagegen. Oh, oh. Jetzt wird's blank, Bob. Oh. Ja, SpongeBob hat solche Fähigkeiten. Aber er ist normal. War das ein Traum? Das war ein Traum, Alter. Mann, das ist doch scheiße. War da gerade Plankton? Oh, es war doch kein Traum. Aber wieso ist SpongeBob dann normal? Es sind alle planktonfiziert. Ach, deswegen war hinter SpongeBob ein Plankton. Verstehe. Voll dumm. Okay, aber es ist eine Heilung entstanden. Man kann sich nicht beschweren. Sandy hat es geschafft, alle zu heilen. Ey, das war cool. Das hat mir gefallen. Davon könnte es ruhig noch mehr geben. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.